Wende, der Schlassfurter Rundfunk- und Fernsehtechnik. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Ganz besonders freue ich mich, dass der Dr. Küster als Bundestagsabgeordneter der SPD aus Magdeburg uns besucht, Herr Dr. Püchel als Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag, der Bürgermeister Kriesel der Stadt Schlassfurt, Herr Schaber als Abteilungsleiter vom Wirtschaftsministerium und der Vertreter des der Landrätin, Herr Fey. Ganz besonders freue ich mich, dass ich diese Ehrengäste hier begrüßen kann. 80 Jahre Schlassfurter Rundfunk- und Fernsehtechnik ist unser Motto. Und dieses Jubiläum, welches im vergangenen Jahr ja schon gefeiert werden sollte, hat unser Verein veranlasst, heute mal eine öffentliche Präsentation seiner Leistungsfähigkeit zu machen. Und dazu haben wir uns Verbündete gesucht, haben uns Partner gesucht und haben Herrn Wiesefeld in Bad Heiligenstadt gefunden, der ein Dinge, die wir gesammelt haben und die Herr Wiesefeld beisteuern konnte, können Sie nachher begutachten. Und ich glaube, das ist echt ein Höhepunkt für unsere Vereinsgeschichte und auch für die Stadt Schlassfurt, deren Technikgeschichte wir hier damit auch zum Teil zumindest dokumentieren wollen. Wir haben auch zurückgegriffen auf Arbeiten von Herrn Laue, der sich auch seit Jahren mit der Geschichte der Stadt Schlassfurt und insbesondere auch des Schlassfurter Rundfunks beschäftigt. Wir sind unterstützt worden bei dieser Aktion, die, wie jeder denken kann, nicht ganz ohne Aufwand, sowohl finanzieller als auch materieller Art ist, durch die Kreissparkasse der Stadt Schlassfurt. Wir sind durch die Firma Technisat sehr stark unterstützt worden und insbesondere aber auch durch die Stadtwerke der Stadt Schlassfurt. Und ich danke natürlich allen Vereinsmitgliedern, die hier in den letzten 14 Tagen mit sehr großem persönlichen Einsatz gewerkelt haben, gebaut, geschraubt, Geräte transportiert, das wahrscheinlich das Schwierigste noch war, die vielen Truhen hier runterzuschleppen. Das war richtige Knochenarbeit. Aber so ähnlich wie in den letzten 14 Tagen kann es natürlich auch Aktionen, die bei den Schlassfurter Licht- und Kraftwerken, das sind heute die Stadtwerke, mit dem Radiobau begonnen, 1923, wie gesagt. Dies wurde eine Erfolgsstory. Wir würden heute dazu sagen, es war ein Start-up-Unternehmen, was in dieser Zeit auf der Basis einer Schlüsseltechnologie, nämlich des Funkwesens, die Zeichen der Zeit erkannt hat und Radios produziert hat. Produziert in Stückzahlen, die dann dazu führten, dass 1927 bereits, 1938 wurde dann bereits begonnen zu produzieren. Und das mit wachsenden Stückzahlen, mit einem riesen Sortiment an Geräten in verschiedenster Art, auch während der Kriegszeit dann in Form von Funkgeräten und Steuerungen für Raketen und dergleichen mehr. Da gibt es zum Beispiel, kann ich gleich mal in Klammern anfügen, bei uns Kontakt zu Peenemünde. In Peenemünde sind nämlich solche Lenkwaffensysteme gebaut worden und dort wurde in Schlassfurt für diese Lenkwaffensysteme in Peenemünde bestimmte Steuerungen gebaut. Diese Kontakte haben wir jetzt jüngst erst hergestellt. Die Produktion stieg und stieg, der Krieg war zu Ende. In Schlassfurt wurden dann Radios gebaut bis 1957, da begann dann die Entwicklung von Fernsehgeräten. Wir können dann auch diese Iris-12-Geräte hier sehen in unserer Ausstellung. Das war das erste Fernsehgerät, was dann dazu führte, dass irgendwann in den 60er Jahren eine Entscheidung gefällt wird, dass in Schlassfurt nur noch Fernsehgeräte gebaut werden und dann ab 1968 das Farbfernsehen anlässlich des 20. Jahrestages der DDR wurde der sogenannte Color 20 aufgelegt. Und dann eben fortgeführt, ja, bis heute. Heute produziert diese Fernsehempfänger. Liebe Mitglieder des Vereins, lieber Maaßen, also ich werde Sie überworten, ich treibe eine Truppe für Mitternacht auf. Der allen gut bekannte Herr Kulani hat hier, glaube ich, mal ein Stasswort gesagt, wenn die Amerikaner ein Produkt entwickeln, müssen sie die Geschichte erfinden. Bei uns hat jedes Produkt eine Geschichte. Und so ist es auch. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dem Verein, dass Sie diese Ausstellung ermöglicht haben, dass Sie alles aufgebaut haben hier, keine Mühen, auch keine Kosten gescheut haben, für uns dieses zu tun, uns diesen Gefallen zu tun. Mit dem, was Sie heute hier vorstellen, ist verbunden ein ganzes Stück Radio- und Fernsehgeschichte, ein großes Stück Stadtgeschichte und ein Stück Lebensgeschichte
Zum einen von denen, die hier gearbeitet haben, zum anderen von uns allen. Wenn ich mich so umgucke, sind viele älter unter uns, sagen wir mal so alt wie ich, ab 50 aufwärts. Und für uns hat der Fernseher noch eine ganz andere Bedeutung, so etwas Ähnliches wie die erste Liebe. Wir wissen uns noch ganz genau die erste Liebe, wir wissen, wann es war, wir wissen, wo es war, was es gekostet hat. Und so Ähnliches mit dem Fernseher. Ja, ich habe meine Frau schon angeguckt, die ist dabei. Es war eine Schallplatte für 12 Mark und 10. Und so ähnlich ist es auch mit dem Fernseher. Ich weiß ja genau, wenn wir uns den ersten Fernseher gekauft hat, das war im Jahr 1959, ein Iris Kleinbild, ich glaube 32er Bildröhre ungefähr, Kostenpunkt glaube ich 1400 Mark, das Geld mussten wir uns borgen. Die erste Sendung war Heinz Megerlein, hätten Sie es gewusst. Also so hat jeder seine Erinnerung an den Fernseher, den zweiten Fernseher, der Farbfernseher wurde. Und ich glaube, deswegen sind auch viele hergekommen, weil sie sich noch einmal an das erinnern wollen, was sie mal erlebt haben. Es war nicht alles schlecht in der Vergangenheit und wir können heute alle eine Menge mitnehmen. Ich hoffe, dass viele hierher kommen, sich die Ausstellung ansehen und vor allen Dingen hoffe ich auch, dass der gute Ruf Stassfurts noch weitergetragen wird und dass sich viele erinnern, was RFT war und welche Bedeutung es für diese Stadt hat. Und ich freue mich besonders, dass auch RFT, zwar RFT nicht, aber die Fernsehelektronik in Stassfurt eine Zukunft hat, dass es hier weitergeht, dass der alte Standort weiterentwickelt wurde, dass es Technisat hier gibt, dass es Fraktal hier gibt und sich entwickeln wird und auch Krüger und Gothe. Also Elektronik hat keine nicht nur Vergangenheit in Stassfurt, sondern auch Zukunft und diese Ausstellung kann dazu beitragen, dass die Brücke geschlagen wird von der Vergangenheit in die Zukunft. In diesem Sinne wünsche ich der Ausstellung viel Erfolg, hoffe auf viele Gäste und wie gesagt, eines Tages um Mitternacht stehen wir hier vor der Tür und wir werden sehen, ob Sie auch da sind. Vielen Dank. Liebe Freunde der Stassfurter Rundfunk- und Fernsehtechnik, liebe Mitglieder des Vereins, werte Gäste, Stassfurter Industrie- und Stadtgeschichte ist nach unserer aller Überzeugung weit mehr, als diese zu reduzieren auf die Bergbaugeschichte. Speisesalz, Kali, Braunkohle, das waren mit Sicherheit ganz wichtige Bausteine für uns und auch für die weitere Entwicklung. Aus dem Bergbau entwickelte sich sodann ein starker Maschinenbau, chemische Industrie, Elektro, es sei erinnert an Licht und Kraft, die Straßenbahn und was wir ja heute glücklicherweise unsere Stadtwerke nennen dürfen. Darüber kann man stolz und dankbar auch sein. Und wenn ich sage Straßenbahn, dann hatte diese ja unmittelbar etwas mit dem Braunkohletagebau und mit der Braunkohleförderung zu tun. Letztendlich natürlich Rundfunk und Elektronik. Also Gott sei Dank haben wir eine sehr vielschichtige Industriegeschichte. In den vergangenen Jahren ist die Kali-Geschichte hinreichend aufgearbeitet, insbesondere die Bergbaufolgen, die Wichtigkeit angeht, Herrn Engelmann und Herrn Wächter, der die Saline mehr wieder in den Vordergrund rücken, Herrn Göbel, Maschinenbau und Flugzeugbau, Herrn Laue als Universalgenie der historischen Betrachtung zu Bergbau, Elektro und Elektronik und es ist auch einer derjenigen, der diese Dinge selbst in seiner Ausbildung bzw. in seiner Tätigkeit durchlebt hat. Ich bin demzufolge sehr dankbar, dass sich der Verein Freunde der Stassfurter Rundfunk- und Fernsehtechnik vor über 3 Jahren gegründet hat und um Hartmut Maspel eine sehr stabile, umfassende Aufbautätigkeit in den letzten Jahren geleistet haben. Hartmut, dir auch ein besonderer Dank. Du warst es, der mit mir gemeinsam die Kontakte zu Ernst Laue knüpften. Heute haben wir das umfangreiche Archivgut von Ernst Laue im städtischen Besitz, finanziert durch unsere Kreissparkasse. Hartmut, du hast da einen entscheidenden Anteil mit daran. Imperial Deutschland, RFT, 80 Jahre Radio und Fernsehen aus Stassfurt verpflichtet geradezu, macht natürlich auch ein Stück weit stolz für uns als Stadt. 80 Jahre ist etwa die Hälfte des Kalibergbaus. Die Hälfte, aber mit Sicherheit nicht minder bedeutend für die Entwicklung der Überregionalität, aber auch unserer Stadt. Vor diesem Hintergrund dank dem Verein, den vielen Helfern und den Sponsoren. Wenn man sich die Ausstellung anschaut, ich weiß nicht, meine Damen und Herren, wie es Ihnen geht, Manfred Püchel sagte das ja vorhin schon, kommt so ein Stück eigentlich unsere Jugend wieder zum Ausdruck. Wenn ich mir so einige Geräte angucke,
und wie meine Eltern die Hände schonend darüber gehalten haben. Also von wegen jeden Tag Fernsehen, erstmal gab es keinen, dann nur das Radio. Und wann das mal angemacht wurde, das wurde im Familienrat bestimmt. Also eine ganz andere Stellung zu diesen elektronischen Dingen, als unsere Kinder heute haben. Vor diesem Hintergrund wünsche ich dieser Veranstaltung auch viele, viele Neugierige, insbesondere Jugendliche, die heute alles selbstverständlich hinnehmen. Eine Bitte noch, Hartmut, ich wäre dir sehr verbunden, wenn es uns gemeinsam gelänge, dem Verein, dir und mir, dass wir in der Zeit, wo die Ausstellung hier stattfindet, den Ernst Laue noch einmal nach Stassfurt holen können. Er ist weit über 80 Jahre und hat die Geschichte umfassend, die Geschichte wie kein anderer als Historiker aufgearbeitet. Und es wäre schön, wenn wir ihn diese 2 oder 3 Tage in unserer Stadt gemeinsam gönnen würden. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn das auch ein Signal des heutigen Tages wäre. Ihnen allen und uns als Stadt und vielen Gästen wünsche ich dir die richtige elektronische Neugier mit dem Blick auf die letzten 80 Jahre. Vielen Dank und der Ausstellung guten Erfolg. Herr Bürgermeister, Dr. Püchel, Herr Dr. Küster, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung zu dieser Ausstellungseröffnung und freue mich, Ihnen die Grüße des Ministers für Wirtschaft und Arbeit, Herrn Dr. Horst Rehberger, übermitteln zu dürfen. Es ist sicherlich kein Zufall, dass ich heute gebeten worden bin, hier zu Ihnen zu sprechen. Es ist sicherlich auch kein Zufall, dass es in Stassfurt geschehen ist, anlässlich einer Veranstaltung bei der Signalbaubahn, als Franz Gorsch und Herr Masel auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob ich denn bereit sein könnte, ein paar wenige Worte, als Nichttechniker kann man das leicht tun, zum Thema Radio- und Fernsehtechnik Stassfurt zu Ihnen zu sagen. Meine Damen und Herren, das Fernsehgerätewerk VEW Friedrich Engels in Stassfurt habe ich nie gekannt. Die Marke Imperial ist mir hingegen seit über 40 Jahren geläufig und es ist über 40 Jahre her, dass ich vor einem Imperialgerät gelegen habe, um Musik zu hören. Und das, meine Damen und Herren, war eben nicht in der Nähe von Stassfurt, sondern in der Nähe von Hannover. Sie sehen, diese Marke ist damals natürlich bundesweit und darüber hinaus bekannt gewesen. Nach der Wende, meine Damen und Herren, haben hier im Raume, ich könnte verschiedene namentlich ansprechen, um den Erhalt RFT gekämpft, monatelang, jahrelang. Und wir haben dann auch zeitweilig geglaubt und glauben müssen, dass der Kampf verloren sei. Dazu gibt es eine kleine Geschichte, das ZDF, das zweite deutsche Fernsehen, hat in der Zeit 96 das Sommerloch zu füllen versucht mit Beiträgen, die aus den neuen Ländern kamen. Da hat sich dann Herr Seite geäußert zu Mecklenburg-Vorpommern, dass man da gut Urlaub machen kann. Herr Stolpe hat sich als Ministerpräsident von Brandenburg dazu geäußert, dass man die Hoffnung hat, ein Schippwerk zu bekommen, was er heute nicht bekommt, wie wir wissen. Und bedauerlicherweise hatte ich dann den Auftritt zum Thema Taskforce und RFT in Stassfurt. Und ich habe damals den Auftritt machen müssen auf dem RFT-Gelände und war mir, wie gesagt, nicht sicher, dass es hier eine Weiterführung geben könnte. Mittlerweile haben wir gelernt, dass mit Technisat im Kernbereich, nämlich Fernseh- und Receiverproduktion, profitabel am Standort Stassfurt, am Standort Deutschland produziert werden kann, trotz einer Grundig-Insolvenz, die vor Monaten die Bayern doch nachhaltig erschüttert hat. Auch sind auf dem RFT-Gelände andere Sachen passiert. Herr Dr. Büchel hat Fraktal angesprochen, ein hochinnovatives Unternehmen, wo wir bereit sind, und das wird den Bürgermeister sicherlich freuen, weiterhin zu flankieren, und zwar nicht nur mit warmen Worten, sondern auch mit handfesten Euros, mit der Zielstellung, hier vielleicht einen neuen Industriezweig mit überregionaler Bemerkbarkeit installieren zu helfen. Daneben gibt es Netcosis und andere Unternehmungen auf dem Gelände. Es gibt auch Nachfolgegesellschaften der RFT, Krüger & Roth ist vorhin angesprochen worden, die eine ordentliche Entwicklung genommen haben. Sinn der Ausstellung, meine Damen und Herren, 80 Jahre Radio- und Fernsehtechnik Stassfurt. Ich meine, diese Ausstellung hat einen besonderen Wert, und zwar insofern, als es darum geht, die Vergangenheit aufzubereiten und für die Zukunft zu bewahren. Die Exponate und Dokumente stehen hier und heute für ein Stück Technik- und Industriegeschichte Mitteldeutschlands. Deswegen habe ich zum Beispiel meine Kinder mitgebracht, die hier lernen und begreifen können, dass sich die Welt nicht nur um PlayStation 2 von Sony dreht, sondern dass Apparate schon geflimmert und geklungen haben, bevor man an Sony überhaupt gedacht hat.
Meine Damen und Herren, ich möchte nachdrücklich all denen, die hier ehrenamtlich und mit viel Engagement zum Gelingen dieser Ausstellung beigetragen haben, danken. Das Motto, Vergangenheit für die Zukunft zu bewahren, nach vorne zu schauen und Zuversicht zu leben, sollte im ganzen Land eine viel stärkere Verbreitung finden. Ich wünsche den Initiatoren dieser Ausstellung alles Gute, eine gute Resonanz und allen Besuchern einen interessanten Rundgang. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich Sie ein bisschen in die Rundfunkgeschichte verführe, gestatten Sie mir doch ein paar persönliche Anmerkungen. Was zieht ein Thüringer hier in Ihre Stadt nach Staatsfurt? Als ich in der 6. Klasse war, hatte ich die Überlegung, ich muss irgendwas Technisches machen. Ich bin in die Station junger Techniker gegangen. Dort wurde angeboten, Flugzeuge zu basteln, Ausschneidebögen zu machen, Elektroarbeiten zu machen, Tischlereien zu machen oder auch an Rundfunkgeräten zu basteln. Ich hatte mich also entschieden für Rundfunkgeräte. Rundfunkgeräte, die Röhrenklüten, Kopfhörer, Detektorempfänger, war als ich alles interessant. Es war auch gut so, dass ich das gewählt hatte, denn am 1. September 1960 begann ich die Lehre, übrigens meinen Wunschtraum, als Rundfunkmechaniker. Und da beginnt der erste Punkt, die Beziehung nach Staatsfurt. Dort waren Rundfunkgeräte, Fernsehgeräte, bei den Fernsehgeräten der Iris 12, der Brockenblick, der Iris 17, diese Geräte mussten repariert werden. Also wusste ich, es gibt in Staatsfurt eine Fabrik, wo irgendetwas gebaut wird. Das zog sich natürlich einige Jahre hin und als ich meinen Facharbeiter beendet hatte, das war also 1963, konnte ich in meinem Beruf wirklich gut vorankommen. 1968, 1969 machte ich meinen Handwerksmeister in Halle. Das war auch für mich eine schöne Sache. Und hier ist unter uns mein ehemaliger Schuldirektor und auch Lehrer Rüdiger Behrens. Rüdiger, ich möchte dir auch nochmal recht herzlich danken. Es werden jetzt im Juni 35 Jahre, wo ich die Prüfung gemacht habe in Halle. Es war für mich eine sehr schöne Zeit und würde sagen, ich habe viel gelernt. 31 in Berlin. Und heute feiern wir über 80 Jahre Radio. Soweit die Geschichte der Menschheit auf der Erde zurückreicht, sind die Bestrebungen eines allgemeinen Nachrichtenaustausches erkennbar. Erfährt man über uralte Horden und Sippen, erkennt man, dass sie Feuerstätten angelegt hatten, die unter anderem auch zur Übermittlung von Nachrichten an benachbarte Horden benutzt worden sind. Eine Zeichenübertragung durch Feuerschein ist, so dank durch Jahrtausende der Menschheit eigen gewesen und die Geschichte der Altägypter, Babyloner und Assyrer sowie die Völker des klassischen Altertums erzählt immer wieder von einem für viele Teilnehmer bestimmten Nachrichtenaustausch durch Feuerschein. Es hat lange gedauert, bis es gelang, noch andere optimalere Mittel in den Dienst der Menschheit zu stellen. Inzwischen hatte die gedruckte Zeitung als Nachrichtenübermittler breitesten Eingang gefunden. Ihr Nachteil war jedoch die Unmöglichkeit, die Nachrichten sofort zu verbreiten. Eine Zeitung ist nicht nur nie aktuell, ihr fehlt, wie allem Gedruckten, die Betonung, welche die große Beeinflussung der Sprache ausmacht. Die Physiker James Clerk Maxwell, Alexander Stephanie Popov und Heinrich Hertz sind die Pioniere der Nachrichtenübertragung und somit unseres Radios überhaupt. Die Übertragung von Morsezeichen mit Hilfe der Funktechnik war die drahtlose Telegrafie. 1886 wurde bereits von dem Amerikaner Graham Bell das Telefon eingeführt. Dies war natürlich ein wesentlicher Vorteil gegenüber dem Morsealphabet. Jedoch schenkte man der drahtlosen Telegrafie wenig Aufmerksamkeit, da die Verständigung nicht zufriedenstellend verlief. Je weiter die Entfernung wurden, umso schlechter wurde die Verständigung. Erst mit der Einführung der Elektronenröhre war es möglich, für diesen Zweck Verstärker zu bauen. Nun häuften sich die Patente, denn mit der Elektronenröhre war ein individuelles Verstärkungsmittel gefunden worden. Der Schlüssel zu jeglicher drahtloser Kommunikation bis Informationen hin bis zur heutigen Digitaltechnik. In den Jahren 1906 bis 8 konnte der Österreicher Robert von Lieben und der Amerikaner Lee Forster Elektronenröhren als Patent anmelden, die jedoch nur unvollkommen waren.
Die Entwicklung blieb aber nicht stehen und die Röhre wurde für Sender und Empfänger der drahtlosen Telegrafie gebaut. 1921 wurde in den USA der erste Rundfunksender in Betrieb genommen. 1922 nahmen Frankreich und England ebenfalls den offiziellen Rundfunkbetrieb auf. In Deutschland arbeitete man nun fieberhaft, um auch hier einen offiziellen Rundfunkbetrieb zu eröffnen. Am 29. Oktober 1923, vor über 80 Jahren, war es nun soweit. Abends 8 Uhr beginnt das Funkzeitalter mit der Ansage, Stelle Berlin im Foxhaus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Als erste Nummer bringen wir Cello Solo mit Klavierbegleitung, Andantino. Damit war der Deutsche Unterhaltungsrundfunk in Berlin eröffnet. Die Sendezentrale befand sich im Dachgeschoss des Fuchshauses in Berlin. Von diesem Augenblick an stellte man Radioapparate verschiedenster Typen her. Der einfachste Rundfunkempfänger war der Detektorempfänger, der ohne Röhren und nur mit Kopfhörer spielte. In Staßfurt wurde ein Teil dieser Geschichte mitgeschrieben. Mit dem offiziellen Beginn des Rundfunks standen schon Geräte in Staßfurt zum Verkauf bereit. So wurden zum Beispiel Detektorempfänger, Staßfurter D-Zug oder auch der erste Super in Europa wurde 1928 hier in Serie produziert. In dem von mir herausgehenden Kalender Tradition Staßfurter Radio 2004 sind der im Anhang befindlichen Chronik die hervorragenden Verdienste in der Entwicklung und Produktion gewürdigt. In den weiteren Jahren des Rundfunks waren die Audioempfänger mit Rückkopplung und NF-Verstärker diejenigen Geräte, die den Markt beherrschten. Mit der Eröffnung des Rundfunks Ende 1923 wurde die Produktion von Rundfunkempfängern freigegeben. Jeder musste jeden Empfängertyp von der Reichstelegrafenverwaltung, kurz RTV genannt, genehmigen lassen. Der Empfänger musste in einem geschlossenen Kasten sein und wurde natürlich verplombt. Es dauerte aber nicht lange und die Plombierung wurde wieder aufgehoben. Eines der ersten Batteriegeräte von 1924 war der Siemens D-Zug, bei dem die Röhren von außen aufgesteckt wurden. Die Entwicklung ging schnell voran und man baute verschiedenste Batteriegeräte. Eine Besonderheit war der Löwe Ortsempfänger von 1926. Die gesamte Schaltung befand sich in der sogenannten Dreifachröhre, mit Ausnahme des Drehguss, Netzschalter und Spule. Die Löwe Dreifachröhre war das erste integrierte, steckbare Elektronikmodul der Welt. Mit der Machtübernahme Adolf Hitlers in Deutschland wurde die Entwicklung des Rundfunks forciert, um die weitere Verbreitung des Rundfunks voranzutreiben. Noch 1933 wurde der deutschen Rundfunkwirtschaft die Produktion eines einheitlichen Empfängers empfohlen, dem Volksempfänger VE301. Nach dem Motto Rundfunk in jedes Haus, jeden Volksgenossen seinen Radioempfänger. Mit diesem Volksempfänger war sichergestellt, dass die nächstgelegenen Reichssender oder der Deutschlandsender auf Langwelle zu empfangen waren. Gleichzeitig begann man mit dem Bau von starken Sendeanlagen mit großen Reichweiten im Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich. Bis 1938 wurden noch der Volksempfänger VE301 Dün sowie der deutsche Kleinempfänger DK38 für nur 35 Reichsmark auf den Markt gebracht. Gleichzeitig wurde die Entwicklung auch für militärischen Gebiet vorangetrieben. So möchte ich nur die Entwicklung von Sprungsprechgeräten für Luft, Marine und Heer nennen.
den Dornistempfänger Bertha sowie elektronische Teile der V2, die auch in Stassfurt hergestellt wurden. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde der Volksempfänger eindeutig ein propagandistisches Instrument, die dann auch als politische Geräte bezeichnet wurden. Vergessen soll man aber auch nicht, die einzige Verbindung der Soldaten zur Heimat waren die Rundfunkgeräte und Funkgeräte, auf denen man auch Rundfunk empfangen konnte. Und wer kennt nicht die Geschichte des Liedes Lili Marleen? Mit der Beendigung des Zweiten Weltkrieges 1945 begann man nun wieder auf dem Rundfunksektor Geräte zu bauen. Bereits 1948, der ersten Messe in Leipzig nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde eine Zahl von Rundfunkgeräten hergestellt. Die Geräte mussten besonders auf AM eine hohe Trendstärke aufweisen. 1952 kam die erste UKW-Sendung. Mit der Entwicklung der Röhre als Miniaturausführung wurde das höchste Entwicklungsstadium der Röhre erreicht. Mit dem Beginn der 50er Jahre setzten sich die Halbleiter in der Rundfunk- und Fernsehtechnik durch. In der Anfangszeit wurden Leistungsendstufen noch mit Röhren bestückt. Als man aber dann auch Transistoren für höhere Leistung bauen konnte und auch für die Normalverbraucher bezahlbar wurden, war es nur noch ein kleiner Schritt zum volltransistorisierten Rundfunkempfänger und Fernsehempfänger. Sowohl in der ehemaligen DDR als auch in der Bundesrepublik wurden immer nach Wegen gesucht, die Technik voranzutreiben. Auch in der Zeit des Kalten Krieges wurde der Rundfunk zu Propagandazwecken eingesetzt. Ich möchte da nur an den Sender erinnern wie RIAS Berlin, Deutsche Welle, Radio Freies Europa, AFN oder ein Sender, der stand hier vor der Haustür in Burg bei Magdeburg mit der Frequenz 904 bzw. 935 kHz. Erhielt Burg ein ganz besonderes Kraftpaket. Einen 1000 kW starken Sender mit einer 324 Meter hohen Antenne aus der UdSSR. Diese Anlage übernahm die Verbreitung der Stimme der DDR auf 783 kHz und galt zu seiner Zeit als der effektivste Mittelwellensender in Deutschland. Aus meiner beruflichen Erfahrung kann ich sagen, je komplizierter die Technik wird, umso schwieriger wird es sein, Geräte zu bedienen. Vor allem für den Normalverbraucher. Als Beispiel möchte ich den Videorekorder nennen, den jeder zu Hause hat. Wie wird da der Timer programmiert? Sicher kennt jeder der Anwesenden dieses Problem. Schaut man nun auf über 80 Jahre Radio zurück, können wir feststellen, dass eine Entwicklung, die einmal angefangen hat, nicht mehr aufgehalten werden kann. Wie schön waren doch die Zeiten, als die Röhre noch glühte und die ganze Familie vor dem Radioapparat saß, um die Stimme aus dem Äther zu lauschen. Gehörte das Prasseln und Pfeifen nicht einfach dazu? Nicht zu vergleichen mit den sterilen, digital verarbeiteten Musikstücken.
Wo sind da die prägenden Oberwellen? Aber halt, da gab es doch noch etwas. Bestückte Hi-Fi-Freaks, nicht ihre Verstärkerendstufen noch mit Röhren. Also leuchten die Röhren doch weiter und wir können nun uns an ihren warmen Klang erfreuen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen auch viel Spaß in Ihrer Stadt und vor allen Dingen mit der Ausstellung. Dankeschön. Das war wieder eine schöne Erinnerung an die Abende im Radio unterm Kopfkissen oder so. Also, nun möchte ich Sie einladen dazu, die Ausstellung zu besichtigen. Wir haben verschiedene Mitarbeiter verteilt auf einzelne Stellen. Wir können Fragen stellen, sich das anschauen. Aufgrund der vielen Menschen, die jetzt hier sich langsam gesammelt haben, möchte ich darum bitten, etwas geordnet durchzugehen und nicht alle auf einmal dahin zu stürzen, weil das dauert dann umso länger. Also ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Vergnügen.
willkommen heißen in unserer Runde. Herr Lauer, es war mir ein ganz großes Vergnügen, Sie aus unserer Hansestadt Bremen abholen zu dürfen. Der Sturm hätte uns bald von der Autobahn eben gewedelt, aber ich denke, es hat ganz gut funktioniert. Und ich möchte auch deutlich machen damit, dass die Stadt Ihnen in besonderer Weise zu Dank verpflichtet ist. Und ich wollte das ganz einfach auch ein Stück weit auf mich laden und Sie nach Stadtfurt selbst holen, weil das auch ein bisschen, denke ich, auch einen symbolischen Gehalt hat. Denn Sie haben für uns in der Historie, in der Aufarbeitung der Historie sehr, sehr viel gemacht. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Laue, dass Sie der Einladung von Hartmut Masel und von mir gefolgt sind. 80 Jahre Stadtfurter Rundfunk, Sie sind 82, das heißt also 80 Jahre, was hier steht in der Tradition, ist nicht so alt wie Sie. Und das macht auch den besonderen Wert aus, wenn man das so sagen darf. Man muss sich wundern, was man in so einer kleinen Wohnung an Archivmaterial alles reinbringen konnte. Hartmut und ich, wir waren beide zusammen, es ist unglaublich. Das aber noch auf kleinsten Raum. Ja, ja. Nur in einem Zimmer. Und ich habe, nicht, dass Sie hier denken, da ist ein Museum gewesen. Naja, also so ganz so weit weg war es ja nicht. Wenn ich auf die Möbel verzichte. Und als ich zum ersten Mal in Ihren Stahlschrank sehen durfte, da bin ich bald umgefallen, mit einer unglaublichen Akribie, über Stadtfurt, wie wir sie im Museum, im Archiv nicht haben. Für die Urkunde, okay. Urkunde Herrn Ernst Laue für die Überlassung seiner Sammlung zur Stadtgeschichte an die Sparkassenstiftung Aschersleben Stadtfurt. Für das Stadtarchiv Stadtfurt, also für uns als Stadt, und davon werden viele Gebrauch machen, Stadtfurt den 19.3. Krise Bürgermeister. Herr Laue, Sie haben noch eine freie Wand, habe ich vorhin in Ihrem Arbeitszimmer gesehen. Ja, das war ich, das Tapezieren. Ja, wenn ich da mache, dann ist die Urkunde größer, brauchen wir nicht damit hier. Also, recht schönen Dank, Herr Riese. Herr Lauer, auch im Namen des Vereins und mein Hartmut Masel, kommen Sie mal in unsere Mitte. Herzlich willkommen.